Fabian und ich sitze gerade im Auto, denn wir sind auf dem Weg nach Amaliendorf im Zuge unserer Serie Niederösterreich im Fokus junge Persönlichkeiten. Denn wir werden heute die Sängerin Laura Kamhuber besuchen. So, ich bin jetzt in Amaliendorf angekommen und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal zu Laura rein. So far away, but still so near. The lights come up, the music dies, but you don't see me standing in. Ja, hallo Laura. Hallo. Danke für deine Zeit. Ich freue mich sehr. Ich starte gleich mal mit der ersten Frage. Ja, gerne. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du volkstümliche Musik singst? Ja, also ich habe seit 2010 habe eigentlich Gesangsunterricht und das mit der Volksmusik war eigentlich so, dass ich gebucht worden bin für einen Auftritt und dann hat es geheißen, ja, aber da wäre eher eigentlich was Volkstümliches geeignet. Und ich war am Anfang war ein bisschen skeptisch, aber dann habe ich ein Lied gefunden, wo der Stefanie Hertel war. Das war ein Stück eine kleine Welt, das war mein erstes Volksmusiklied. Und das habe ich dann gesungen und dann habe ich gesehen, wie die Leute mitsingen und mitschunkeln. Und da war irgendwie dann die Liebe für die Volksmusik da, einfach, dass die so mitgängen und mitschunkeln und die dann so alle lächeln, wenn sie unten sitzen. Das war auf jeden Fall so der Anfang. Weil du warst ja beim Kiddie Contest. Ja, genau. Wie alt warst du da nochmal? 10. 10. Also eh genau in dem Jahr, wo du dann auch mit der volkstümlichen Musik so begonnen hast. Ja, also Volksmusik, ja, circa. So okay. Ganz genau, bin ich mir gar nicht mehr sicher, aber ja, so circa. Okay, und wie war eigentlich die Erfahrung beim Kiddie Contest für dich? Ja, es war was total Neues, weil ich halt davor ein paar kleine Musikschulauftritte gehabt habe. Also war das was ganz was Neues. Natürlich mit Fernsehen war das, ich war so aufgeregt, das war echt arg. Aber es war total schön, weil man hat gleich mal so weitere Kinder halt kennengelernt, die eigentlich genauso wenig Erfahrung haben wie du. Und von dem her war das einfach schön, dass man so unter sich war. Und ich habe mit denen auch wirklich gut verstanden und teilweise sogar noch Kontakte, wie das 7 Jahre her ist. Und ja, das war eine super erste Erfahrung. Super. Würdest du sagen, dass das Singen schon immer oder Sängerin zu werden immer dein Traum war? Ja, also als kleines Kind habe ich so typische Berufswünsche gehabt wie Tierärztin. Okay. Also Sängerin war es eigentlich okay. Nicht immer. Aber so gern gesungen habe ich schon immer, aber das war halt auch, weil ich nie ein schüchternes Kind war. Also ich habe im Altersheim von meiner Uroma schon immer das Mikrofon geschnappt und habe schon nicht nur Schnappe gesungen. Ich meine, es war zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich singen, muss ich ehrlich sagen. Es war eher reden, schreien, aber unterhaltsam. Ja, genau. Aber sonst habe ich schon gerne, also so viel gesungen habe ich eigentlich schon immer und dann halt mit 10. Du warst ja auch dann bei The Voice Kids. Genau. Warst ja dann noch größer und noch mehr und oh mein Gott, du hast ja sogar die 100 Millionen Views geknackt auf YouTube. Genau. Dann. Du hast ja als erste österreichische Interpretin. Ja. Ein Wahnsinn. Ja, schon. Wie war das generell für dich, die Erfahrung dort? Also das bei The Voice Kids war natürlich nur ein Stück größer als Kiddie Contest, weil es halt einfach in Deutschland war und auch die Einschaltquoten. Und es war halt auch irgendwie so, dass du eine direkte Entscheidung gehabt hast. Also du hast direkt gemerkt, gefällt es der Jury oder nicht. Und das war natürlich nur mehr Aufregung. Aber da war es wieder eigentlich ähnlich wie beim Kiddie Contest. Ich habe da ganz, ganz viele andere Kinder kennengelernt. Und das, ja, das war einfach wieder so eine heimelige Atmosphäre. Und ich kann mich erinnern, wie wir alle bei der Vordergarderobe am Boden gesessen sind und gemeinsam gesungen haben. Und das so zu 70. oder so. Echt? Und wir haben auch immer im Hotel gemeinsam gesungen. Und also das war, wenn ich an das zurückdenke, denke ich nicht nur an die Bühne, sondern eigentlich viel mehr an die Leute und an das hinten, weil das einfach alles schön ist. Also so schön war. Und auch die Mama hat es, glaube ich, gefallen, weil die hat viel mit Eltern reden können halt auch über das. Weil es halt eben in meiner Gegend jetzt nicht so viele gibt, die das halt auch machen. Von dem her habe ich eigentlich jetzt nicht so viele Freunde, die auch in der Musik sind, sondern eben nur die, die ich da kennengelernt habe. Das finde ich gut. Wie war eigentlich die Rolle deiner Eltern in dieser Situation? Also haben sie dich immer unterstützt oder? Ja, also da bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir meine Eltern wirklich immer unterstützt haben. Ohne ihnen war das einfach nicht möglich gewesen, weil man mich nicht, ich meine, ich habe mittlerweile einen Führerschein, aber davor war ich eigentlich total eingeschränkt. Ja. Die waren nirgends hingekommen ohne meine Eltern. Und ja, also ich habe eigentlich immer die Unterstützung von meinen Eltern von Anfang an. Also wenn ich mal im Nachhinein die Videos anschaue, habe ich zu dem Zeitpunkt wirklich noch nicht singen können. Aber selbst da habe ich schon Unterstützung von meiner Familie gehabt. Dieser Wunsch oder Sängerin zu sein, das ist immer so etwas, man muss immer dranbleiben. Wie schaffst du das, dass du immer dranbleibst, immer am Puls der Zeit bist? Also ich glaube, wenn dir das wirklich Spaß macht, dann ist das auch nicht wirklich eine Arbeit, wenn du sagst, ich mache jetzt Auftritte oder ich
schaue ich einfach, dass ich sozusagen nicht in Vergessenheit gerate, also immer wieder Interviews machen zum Beispiel. Und da habe ich auch, muss ich sagen, sehr viel die Chance dazu gekriegt. Also ich habe bis jetzt eigentlich immer das Glück gehabt, dass auch viele Menschen auf mich zukommen sind und nicht nur ich jetzt da voll mich einsteigen habe dessen, damit ich was kriege sozusagen. Und ich habe auch viel, also ich war auch viel zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und so sind auch die CDs rausgekommen und dann haben wir wieder bei irgendwelchen Shows die richtigen Leute singen und so mit. Also es ist eigentlich bis jetzt immer eins aufs andere gegangen und wenn das wirklich Spaß macht, dann ist das auch wirklich steigend. Und wie handelst du das mit der Schule? Du bist ja gerade noch zur Schule. Ja, genau. Die Matura kommt auch immer näher. Wie ist das für dich dann in dem Moment? Ja, also es gibt schon Zeiten, wo es ein bisschen stressig ist, aber mit der richtigen Zeiteinteilung, also ist es jetzt, glaube ich, für mich nicht schwerer als für jeden anderen Schüler. Ich muss mir das halt dann einfach ein bisschen einteilen, wobei ich ja dann oft im Auto lerne, was eigentlich sehr intensiv ist, weil ich da nicht wirklich weg kann. Also wenn ich in meinem Zimmer sitze, dann ist da wieder das Handy oder der Laptop. Ja. Und wenn ich im Auto sitze, dann muss ich eigentlich irgendwie lernen. Ich bin noch nie so wirklich an der Kippe gestanden. Okay. Ich glaube, falls es einmal so sein wird, dann würden meine Eltern mal raten, dass ich ein bisschen runtergehe vom Gas. Weil meine Eltern haben immer gesagt, dass solange die Schule rennt, darf ich das auch machen. Aber wenn die Schule mal darunter leidet, dann werden wir schauen, wie wir weitermachen. Zu einem weiteren Auftritt, du warst ja bei der großen Chance auch, genau. ORF. Wo du ja eigentlich mehr dem österreichischen Publikum mal so dich näher vorgestellt hast. Ja. Wie war da die Erfahrung für dich? Also das war wieder was anderes, weil es halt eben mit Volksmusik war und ich das eigentlich noch nicht gehabt habe, dass ich da irgendwo war, wo man wirklich, also wo ich Volksmusik singe, also im Fernsehen halt. Mhm. Und das war irgendwie auch total eine schöne Erfahrung und das war halt eben, weil es halt auch wieder in Österreich war, also war es wieder was anderes und ja, es war wieder was Eigenes. Du warst ja dann noch beim Silvesterstadl und Musikantenstadl, also noch nicht alles und natürlich noch viel, viel mehr Auftritte, aber jetzt so mal die Großen. Ja. Wie ist es für dich neben so Größen wie Andy Borg oder Andrea Bergten zu stehen und auch genau auf derselben Bühne dann zu performen? Ich meine, das muss ja riesig sein, oder? Ja, es ist schon ein Wahnsinnsgefühl gewesen und da, wenn man so hinten Backstage spazieren gegangen ist und es ist ja dann einfach einmal Andrea Berg entgegengekommen, was ich vorher noch nicht wirklich erlebt habe, dann ist es eigentlich schon, also da steht man schon mit dem offenen Mund da und denkt sich, wow. Aber es ist da, also bei der Show habe ich ganz besonders gemerkt, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Andrea Berg und mir, weil sie hat sich genauso ihr Wurstsemmel kaufen müssen wie ich und sie hat keine größere Garderobe gehabt wie ich. Und von dem her war das natürlich dann auch ganz so eine nette Atmosphäre. 2016 warst du auch bei der Wildcard-Nominierung für den ESC dabei. Genau. Wie war das für dich? Ja, das war eigentlich sehr, sehr spannend, weil es halt immer wieder so war, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. Und da habe ich auch sehr, sehr viel Unterstützung auch von meiner Schule gekriegt zu dem Zeitpunkt. Also das war wirklich ein Wahnsinn. Und wenn ich in Facebook geschaut habe, meine ganze Startseite war nur mit dieser Nominierung voll, weil alle meine Freunde das geteilt haben und alle gesagt haben, ja bitte, wir schaffen das. Und es war natürlich schon so zu wissen, dass so viele Leute dann stehen zum Beispiel, aber auch zu wissen, dass man, wenn auch nur kurz davor, aber kurz davor war, halt wieder beim ORF und so, das war das sehr schön. Mhm. Und was ist so dein Ziel für die Zukunft eigentlich? Also würdest du gerne auch mal eben beim Eurovision Song Contest, also der erst das Wochenende war? Ja, genau. Also letztes Wochenende, würdest du da auch gerne mal dabei sein? Wäre das irgendwie sowas, wo du hinarbeiten würdest? Ja, also ich weiß, glaube ich schon, wenn ich bin. Ich meine, das steht alles nur in den Sternen, so ganz sicher bin ich mir noch nicht. Aber es war natürlich schon eine große Ehre, wenn es wirklich funktionieren würde. Aber irgendwann möchte ich schon mal probieren. Das ist schon, ein Eurovision Song Contest ist schon was, wo ich mir so denke, das war cool. Und wie schaut es generell mit aktuellen Projekten aus? Was steht gerade an bei dir? Ja, also ich bin gerade dabei, meine dritte CD zu machen mit Riedverlag und Peter und Gabi Wesseli. Und das ist eigentlich gerade so das Projekt, was ich gerade mache. Kannst du schon verraten, wie die CD sein wird, in welche Richtung die gehen wird? Also die CD wird so circa alles. Also da wird Volksmusik dabei sein, da wird Schlager dabei sein, ein bisschen Country, also das ist wirklich so querbeet haben wir durch. Und wie hat dir das Spaß gemacht, dass du mal so jede Musikrichtung irgendwie ein bisschen so anpasst, sage ich jetzt mal? Ja, also da bin ich immer voll dafür, einfach mal alles ausprobieren und ein bisschen da. Und deswegen finde ich es umso cooler, dass das jetzt so funktioniert hat, dass ich so eine CD machen kann, weil jede Musikrichtung hat so seine Vorteile und das, was ich einfach an allen mag. Und
Du bist ja auch auf Social Media affin, extrem. Also ja. Du hast auch deinen eigenen YouTube-Kanal. Genau. Wo du sehr viele Cover-Songs singst. Erzähl ein bisschen was davon. Ja, also auf YouTube habe ich jetzt 50.000 Abonnenten und da bin ich eigentlich eher wieder auf Englisch. Also wie ich vorher schon erwähnt habe, ich mag das Querbeet-Tour einfach sehr gerne. Und da cover ich gerne so Lieder, die gerade in den Charts sind zum Beispiel. Aber man findet auch viele Videos von Live-Auftritten zum Beispiel. Und einen Vlog, nein, zwei Vlogs habe ich auch drauf. Und wie war das für dich? Ich meine, das ist etwas komplett Neues. Ja, ja. Wieder so Vlogs. Das war wirklich was komplett Neues. Also ich war teilweise ein bisschen überfordert, weil ich nicht genau gewusst habe. Aber ich habe schon gemerkt, dass es bei einigen Leuten sehr, sehr gut ankommt, weil es halt wirklich sonst nur Videos von mir gibt, wo ich schon auf der Bühne stehe oder wo ich schon fertig hergerichtet jetzt vor der Kamera sitze. Aber eigentlich selten Videos, wo ich sage, ja, jetzt war ich gerade hier und der Soundcheck und umziehen und wie vorher hergerichtet halt herumrennen und dann fahren wir. Ja. Also möchtest du sowas künftig mehr auf deinem YouTube-Kanal auch machen? Ja, also ich meine, ich möchte eher bei Musik bleiben, weil so talentiert bin ich in die Richtung jetzt nicht. Aber wie natürlich, das würde mir das schon Spaß machen. Was würdest du Leuten auf den Weg geben oder vor allem jungen Zusehern, die auch einen Traum verfolgen wollen? Ja, also auf jeden Fall mal nicht aufgeben, das ist glaube ich das Wichtigste. Und man sollte sich auch immer vor Augen halten können, dass es halt irgendwann vorbei sein kann. Deswegen mache ich zum Beispiel Matura momentan, weil ich ganz genau weiß, dass ich auf jeden Fall einen Plan B brauche. Und dass es halt auch oft nur Glück ist, wen man kennenlernt. Oder es hat meistens eigentlich nichts mehr mit Talent zu tun. Ob man jetzt halt einfach weit aufgekommen oder nicht, das ist halt viel zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das hat dann auch nicht was mit einem persönlich zu tun. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. I bow down to pray and try to make the world seem better. So, liebe Laura, wir haben ja jetzt noch zum Schluss unsere Herzallfragen. Die Leser haben ja vorab schon Fragen stellen können, die sie dir schon immer stellen wollten. Frage Nummer 1. Mit wem würdest du am liebsten einen Song aufnehmen? Da war sich jemand schnell sicher. Okay, Helene Fischer? Definitiv. Einfach dein größtes Idol, würdest du sagen, ja, oder? Also schon, also natürlich ist es sehr, also es ist unrealistisch. Aber wenn ich mir es aussuchen könnte, würde ich so viel mit ihm machen. Aber würdest du wirklich sagen, dass es so unrealistisch ist? Also, das ja, freut mich, das ist halt ein Ziel, das ist immer also schon ein weit entferntes Ziel irgendwo, aber ja, auf eine Wunder passieren ist vielleicht ja, irgendwann. Ja. Okay, dann zweite Frage. Ich glaube, die hat sich jetzt schon erübrigt, aber ja. Helene Fischer oder Andrea Berg? Hast du eine Überraschung? Hättest du eigentlich gar nicht löschen müssen. Ja, eigentlich nicht. Ja, einfach weil mir ihr Bühnenshow und alles einfach gefällt und ihr Präsenz und ihr Ort und einfach auch, dass sie halt auch immer so ein bisschen vor alle Musikrichtungen ein bisschen was zusammenmischt. Also einfach auch genauso quer durchs Bild wie sie gerne. Sehr schön. Gut, dann kommen wir zur dritten Frage. Was gefällt dir an deinem Heimatort am besten? Ja, also mir gefällt da einfach so eben die frische Luft und die Ruhe halt einfach. Also so. Ja, es ist halt nicht anonym, sondern man kennt sich halt einfach untereinander. Ist ja eine schöne Abwechslung, wenn du mal so in Wien unterwegs bist, wahrscheinlich. Ja, genau, genau, was auch wiederum cool ist, aber ja. Also, wenn du dich entscheiden könntest zwischen Land und Stadt, das ist eine Frage, die außerhalb von den Fragen ist, aber. Wofür würdest du dich entscheiden? Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich im Land aufgewachsen bin und ich würde dann nicht irgendwie anders machen. Also ich würde nicht gerne in der Stadt aufwachsen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich möchte schon einmal in die Stadt gehen. Also ich möchte auf jeden Fall mal in der Stadt leben und das auch mal ein bisschen erleben. Okay. Gut, dann kommen wir auch zur nächsten Frage. Hier geht es jetzt um den Gesang. Ja. Deutsch oder Englisch? Schwierig offensichtlich. Also ich singe eigentlich, wie vorher eh schon gesagt, beides gerne, aber wenn ich mich glaube entscheiden müsste, war es momentan einfach Deutsch, weil meine dritte CD wird jetzt in Deutsch und ich weiß nicht, das ist einfach so, die Muttersprache ist doch wieder was ganz anderes. Okay, das ist sehr gut.
Gut, nächste Frage, vorletzte Frage. Wessen Musik hörst du persönlich am liebsten? Also jetzt bist du nicht unbedingt auf den Schlager. Tut mir leid, dass das jetzt geklaut ist. Durch diese. Ja, einfach so, ja, alles, was ich ja gerne Englisch, ich ja gerne auch so Jazz, also wenn ich, also nur daheim natürlich, also singen war das jetzt nichts für mich, aber ich ja einfach alles. Ich finde, es gibt eigentlich, ich bin jetzt nicht so der Hard Rock-Fan, aber es gibt eigentlich fast keine Musikrichtung, wo ich sage, gar nicht. Okay. Eher so alles. Ja, ist eh alles schön, ja. Gut, dann kommen wir zur letzten Frage. Justin Bieber oder Taylor Swift? Justin Bieber? Ja, schon, weil ich, also die Lieder, also ich bin jetzt kein Hardcore-Fan, aber die Lieder, was er jetzt in letzter Zeit macht, finde ich schon richtig cool und die höre ich eigentlich auch gerne. Mhm. Könntest du dir vorstellen, irgendwann sowas in die Richtung auch zu machen, also voller Musik, ja? Ja, warum nicht? Also ich lasse mich einfach auf, man weiß ja, was passiert, falls mich, weiß ich nicht, in 2 Jahren dann auf einmal gefreut, sowas zu machen, dann warum nicht? Na gut, dann sage ich Dankeschön, Laura, für deine Zeit. Ich sage Dankeschön. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg und so viel Spaß und Liebe dabei. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba. Tschüss.